Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Andreas Kraus und ich bin der Rasenfreak auf YouTube. Ja, schön, dass ihr da seid. Es ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben den 22. Juni, einen Samstag. Und wenn alles gut läuft, werde ich heute meinen Toro starten. Die erste Fahrt machen. Das erste Mal mähen. Schaffe ich es wirklich? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ein paar Sachen muss ich noch tun. Oh, spannend. Bleibt dran. Ist das nicht hübsch? Das sind selbst versaatete Mohnblumen. Die kommen jedes Jahr mehr. Die wachsen hier in diesem groben Split, in diesem ganz groben Granitsplit und haben eine wunderhübsche Farbe. Das ist einfach toll. Also sowas kann mich total für begeistern. Also ich begeistere mich nicht nur für Rasen, sondern auch für andere schöne Dinge. Ja, also wir mähen jetzt nochmal mit dem John Deere. Einmal muss heute nochmal ein Schnitt her. So, und dann schraube ich jetzt hier die letzten Sachen zusammen. Mir fehlen noch ein paar Teile, die hoffentlich heute noch von Toro geliefert werden. Das könnte noch ein bisschen kritisch werden. Ich kann aber trotzdem den Motor starten. Schauen wir mal. So, ich will jetzt nochmal die Spindeln checken, ob der Schnitt noch in Ordnung ist, bevor ich jetzt hier rüber mähe. Ich habe das letzte Mal den Eindruck gehabt, dass die linke Spindel in der Mitte was stehen lässt. Also machen wir das nochmal. Man holt sich hier so ganz einfaches 80 Gramm Papier. Und dann mache ich das denn immer. Handschuhe nicht vergessen, Spindeln sind sauscharf. Gerade wenn man hier so, wenn hier so Flusen dran sind, dann kann es sein, dass er nicht mehr gut schneidet. So, wunderbar. Ja. Ja, ein bisschen grenzwertig. Und jetzt sieht man hier, ist grenzwertig. Könnte ein bisschen besser sein. Hier in der Mitte, da schneidet er nur eine Seite. Ah, es geht noch. Das ist noch gut. So, die beiden vorderen Spindeln sind jetzt eingestellt. Die rechte hatte tatsächlich, die hat so einen Bereich, da schneidet die Spindel so ein bisschen den mittleren Bereich nicht. Das ist die Spindel, die ich nochmal auseinandergenommen habe. Und jetzt muss ich den Mäher ein bisschen vorfahren, weil ich dann besser an die hintere Spindel rankomme. Die hintere Spindel ist auch klasse, also war nur vorne links, aber das hat man auch ziemlich deutlich gesehen. So, jetzt geht's los. Linke Spindel ist jetzt ein bisschen zu laut. Ah, die müsste ich eigentlich jetzt ein bisschen backlappen. Das ist schade. Das ist echt blöd. Also die habe ich leider durch das Auseinanderbauen und wieder zusammensetzen
doch so versaut, dass sie eigentlich nochmal neu geschliffen werden müsste. Ja, es hilft alles nichts. Ich habe mich jetzt entschieden, zumindest die eine Spindel mal so ein bisschen rückwärts überzuschleifen. Backlapping heißt das. Ich habe hier so ein schönes Compound. So ein schöner Compound, habe ich auch schon mal gezeigt. Das ist 120er Backlapping Compound. Das Schleifpaste mit 120er Körnung. So sieht das Zeug aus. 120er Körnung. Und das kriegt man im Profigeschäft. Muss ich das Zeug natürlich wieder wegspülen. Jetzt kümmern wir uns um den Toro. Yes! Ja, ich bin jetzt hier mit der Spindel in den letzten Zuckungen. Ich hatte noch ein paar Schrauben, die mir gefehlt haben. Hier diese zwei dicken Schrauben. Die habe ich noch nachgekauft. Und jetzt kann ich diese Spindel endlich fertig machen. Die ist schon soweit eingestellt. Ja, das fehlt nur noch das. Und dann kommt sie vorne ran. Zack. Da kommt sie hin. So. Das habe ich ja noch geschmiert. Du darfst rückwärts gehen. Ist das nicht geschickt gelöst? Super. Ich glaube, es ist besser, von der Seite sich reinzuschieben. Warte mal. So. Was ist? Weiß nicht. Ein bisschen rüber. So. Nee. Gut. Am Rand des Nervenzusammenbruchs. Ich habe eben noch mal auf der rechten Seite vorne das Rad abgenommen, um noch so eine Buchse reinzuschlagen. Und dann habe ich gerade das Rad runter gehabt, da merkte ich, ich hatte so einen Wagenheber mit so einem Gumminupsi, mir noch extra so einen Gumminupsi gekauft für meinen Wagenheber. Und dann merke ich, Mensch, der Meer bewegt sich. Und dann gucke ich auf den Gumminupsi und dann rutscht so langsam der Gumminupsi, ganz so eine Zeitlupe, der Gumminupsi weg. Ich versuchte noch so ganz schnell das Rad wieder raufzustecken und dann rums ist der ganze Meer vorne rechts runtergekracht. Irgendwie auf alles Mögliche, auf die Spindeln, auf das Gestänge. Es war so furchtbar. Das war der erste große Fehler. Gut. Oh. Toll. Komm das Öl her. Nein.
Schatz, hol mal Tuch. Tuch. Ja, kommt ja schon. Lass weg. Oh. Ach. Schnell. Los auf. So. Mann, Mann. Scheiße. Das war nicht gut. Das war was, würde ich sagen. Das ist durchgeschmort. Wisst ihr, wann Fehler entstehen? Wenn man gestresst ist, wenn man sich überarbeitet hat, wenn man mehr will, als man kann, dann macht man Fehler. Und ihr habt ja eben gesehen, was passiert ist. Ihr habt den Rauch aufsteigen sehen. Ich bin verzweifelt, ich habe alles zusammengepackt, ich habe geduscht. Und dann noch in der Dusche dämmerte es langsam bei mir im Kopf. Was hast du falsch gemacht? Warum glüht jetzt dieses Kabel? Warum ist der Widerstand so hoch? Was hast du falsch gemacht? Bleib dran!